Hallo und herzlich willkommen zu einem heute doch eher Tutorial-artigen Video, denn in meinem Livestream ist es immer mal wieder vorgekommen, dass viele Leute gefragt haben, wie funktioniert denn das überhaupt hier mit diesem Weihnachtsgelumpe? Und dachte mir, bevor ich das jetzt jedes Mal einzeln erkläre, erkläre ich es mal für alle, weil damit wird es dann deutlich leichter. Fangen wir doch einfach mal mit den Basics an. Ihr habt oben hier eine Zahl, in dem Fall ist es bei mir schon die 10, also ist der ganze Deko-Wahnsinn so gesehen bei mir schon erledigt, denn ich habe alles auf Stufe 10. Und Stufe 10 bekommt man recht einfach. Ihr habt vier Sachen, um die ihr euch kümmern müsst. Der Weihnachtsbaum, der Schneemann, Haus und Beleuchtung und Zaun und Garten. Und da ist es jetzt eigentlich recht simpel. Man kann jetzt natürlich das Ganze in Anführungszeichen so dekorieren, wie man will. Es bringt aber hier nichts anderes als das auf Stufe 10. Ansonsten ist es für nichts anderes erstmal wichtig. Dieses Thema Boni für die jeweiligen Nationen ist wieder was anderes. Aber hier kann man es ganz simpel sagen, nimmt einfach das Dickste, was ihr habt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Dreierspitze habe, dann seht ihr, mein Baum ist jetzt auch nur noch Stufe 9. Natürlich nehmen wir dann wieder die Fünfer. Und das ist auch gleichzeitig das höchste Tier. Und da macht einfach, egal, ihr könnt es krude mixen, wie ihr wollt. Das ist total wurscht. Ihr könnt einfach alles so zusammenhauen, wie ihr wollt. Hier in dem Fall haben wir zum Beispiel mal traditionelle Weihnacht. Stufe 5 zu allem anderen, was chinesisch ist, und es bleibt trotzdem bei 10. Also wie gesagt, hier einfach das mixen, wie ihr das braucht. Und bei allen anderen ist es exakt auch so. Den Schneemann einfach auf 5 bringen, hier die Deko und das Haus einfach auf 5 bringen. Hauptsache es ist 5. Alles andere ist dann erstmal egal. Die nächste Frage, die häufig gekommen ist, die Liste der Belohnungen. Wie kann ich denn zum Beispiel meine Frauen abholen oder wie kann ich die Panzer auswählen? Und das ist recht einfach. Die erste Kiste, die hatten ja alle schon unter dem Baum stehen, da gab es den T29 und dann geht es weiter, wenn ihr die Stufen erklimmt, dann seht ihr hier einen Panzer, der noch verhüllt ist und mit 100%. Jetzt einfach nur mal beispielsweise, mache ich mal einen mit euch. Man kann jeden Tier 2 Panzer da aussuchen, den es da gibt, und das ist eigentlich jetzt total egal. Ich nehme jetzt hier mal den da, den T26 GFT, Rabatt aktivieren. Und dann wird der jetzt rabattiert und dementsprechend habt ihr den dann da günstiger. Ihr seht, Kaufpreis sind jetzt hier 0 Credits. Also könnt ihr den holen. Einzig und allein, nur weil ihr den jetzt kaufen könnt, heißt es aber nicht, dass ihr den nicht noch erforschen müsst. Also ihr seht, ich habe den zwar jetzt für 0 Euro oder 0 Credits, Entschuldigung, aber ich kann ihn mir trotzdem nicht kaufen, weil ich muss ihn erst noch freispielen. Das ist das Thema. Bei den Frauen ist es auch das gleiche Thema, einfach rekrutieren, dann ploppt dieses Feld auf und dann könnt ihr wieder den auf einen Panzer setzen, wo ihr hinhaben wollt. Ansonsten, je höher euer Baum und alles andere ist, desto höher kommt ihr in den Stufen. Und wie gesagt, am Ende könnt ihr dann hier auch den 10er Rabatt auswählen auf einen Panzer eurer Wahl und so weiter und so fort. Geht ganz einfach. Und dann gibt es noch ein weiteres Thema, was für viele sehr interessant ist, ist das Thema Boni. Wir sehen, chinesisches Neujahr ist bei mir auf der höchsten Stufe mit 48%. Das heißt 48% on top Erfahrung je Gefecht, Kreditpunkte je Gefecht und Besatzungserfahrung. Wenn wir jetzt auf die Franzosen gehen, sehen wir, habe ich auch schon 48. Ihr seht auch immer, wenn ihr drüber hovert, für welche Nationen das gilt. In dem Fall traditionelle Weihnacht ist Deutschland, Frankreich, Tschechien und Polen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel die Schweden nehmen, dann sehen wir, bei den Schweden habe ich in Anführungszeichen nur 36%. Und dann seht ihr ganz unten, wie man den Bonus steigert. Sammeln Sie mehr Dekorationen. Ich brauche also noch 18 Dekorationen für die moderne Weihnacht. Jetzt gehe ich dann hier in mein Buch rein, in meine Sammlung. Suche die moderne Weihnacht. Ist das? Und dann könnt ihr hier sehen, was ihr denn schon alles gesammelt habt. Ganz wichtig, wenn einmal was hier in diesem Buch gesammelt worden ist, beziehungsweise wenn ihr es einmal gefunden habt, ob über Geschenkboxen oder über die Boxen im Spiel durch die Aufträge, ist total egal. Ihr könnt es danach auch wieder zerstören. Zeige ich euch aber auch gleich. Wenn ihr es einmal gefunden habt, könnt ihr alles wegmachen. Das ist gespeichert. So, und dann sehen wir, aha, hier Stufe 3. Da schaut es zum Beispiel bei mir noch recht dünn aus. Moderne Weihnacht, da habe ich noch die Baumspitze mal als Beispiel noch nicht. Nochmal zur Versinnbildlichung. Mir fehlen gerade 18 Dekorationen. So, jetzt will ich bei der modernen Weihnacht die Boni haben. Das heißt, ich gehe auf moderne Weihnacht, sag Stufe 3 und ich will die Baumspitze. Und mache dann anfertigen. Und dann habe ich diese Baumspitze jetzt.
Und dann, wenn jetzt wir wieder in die Garage gehen, sehen wir, jetzt sind es nur noch 17 Dekorationen. Und so steigert ihr das Ganze. Wie gesagt, 48% ist das Höchstmögliche. Und ihr braucht dafür halt diese Scherben. Die Scherben bekommt ihr, indem ihr zum Beispiel die Scherben hier zerbricht. Das heißt, ihr seht hier unten immer, je höher die Stufe, desto mehr Scherben bekommt man dafür. Für Stufe 5 gibt es 250, für Stufe 3 zum Beispiel 30. Und Stufe 1 sind halt 10. So, das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Wir zerbrechen das und fertig. Oder wir nehmen mal diese, warte, diese moderne, die haben wir ja gerade eben erhalten. Schneebedeckte silberne Baumspitze. Zerbrechen die und sehen aber jetzt, wenn wir jetzt in die Sammlung wieder reingehen, der modernen Weihnacht, hier ist die noch. Also, ihr könnt, weil da gab es immer viele Bedenken, ah, aber ich habe doch nur noch die und dann, dann zerstöre ich die, dann ist die ja weg. Nein, sobald die einmal gefunden worden ist, könnt ihr sie wieder zerstören. Und eben, wenn ihr das ganze Album voll macht, ich glaube, bei den chinesischen bin ich schon recht weit, Stufe 1 habe ich schon voll, 2 habe ich voll, 3 fehlt noch 1 und 4 fehlt noch 4 Stück, 5 ist auch wiederum schon voll, dann gibt es hier auch noch die Belohnung. Und dann seht ihr, chinesisches Neujahr, Tarnung, Schriftzug, Wappen und Grundfarbe, der Feiertagsschriftzug und auch das Wappen gelber Hund bekommt ihr dann. Gibt es für alle Nationen auch nochmal immer bei Stufe 5 dann zu holen, sofern ihr das ganze Album voll macht. Ja, damit hoffe ich, dass ich den meisten das Ganze so erklären konnte, dass dementsprechend die Leute wissen, was los ist. Wie gesagt, das erhaltet ihr immer aus diesen Boxen, die man hier ja für die Aufträge bekommt. Und auch die könnt ihr nochmal sehen. Bei den Aufträgen einfach ganz runter scrollen. Wo war's? Da war's. Und dann seht ihr hier diesen Neujahrsspaß. Das sind die, wo ihr diese Schachteln bekommt. Und dementsprechend die sammeln. Und wenn ihr keine Aufträge mehr habt, dann einfach warten bzw. ihr müsst noch ein bisschen Geduld haben, denn am 22. Dezember geht es dann da weiter. Gibt es neue Aufträge und dementsprechend auch wiederum neue Schachteln zum Erspielen. Das war's. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt dann damit das Ganze jetzt ein bisschen besser verstanden. Ich hoffe, das Tutorial hilft euch. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück, eure Garage und euer World of Tanks festlich zu schmücken. Wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.